was bisher geschah. Komm her, mein Feger. Dann quellen die Augen raus und er schreit. Oh, wie eklig. Ach, das ist lustig. Hey! Hey! Verdammt! Aufhören! Ah! Nein! Tire la tête à l'image. Beweg dich! Il est énorme, ce navire. Cet endroit, c'est un foutu cimetière. J'espère qu'on est les seuls ici. Amaral, la drube. Wohl gebracht hat? Das Ding ist eine schwimmende Todesfalle. Los, weiter! Auf sowas hier hätte ich gern verzichtet. Irgendetwas stimmt hier überhaupt nicht. Stehen echt alle Haare zu Berge. Pourquoi vous êtes pas ici? Je préférerais n'importe où qu'ici. J'ai plus vraiment envie de savoir ce qu'on va découvrir. Fermez-la. On continue. Mella. Zum Teufel wollen diese Idioten von uns. Ah, merde! Was war das? Oh, Scheiße!
Das wird noch interessant. Ich hatte gerade so einen Gedankengang in meinem Kopf von wegen, wenn den Fischern jetzt was passiert, sollte man denen helfen? Würden die mir helfen? Oder würden die sich an erster Stelle stellen? Oder worst case, es ist dunkel, es ist sehr dunkel hier gerade. Was ist, wenn ich jemanden Unrecht tue, den ich mit jemand anderem verwechsel? Sowas geht gerade durch meinen Kopf. Internes Memo, 14. Armee-Division. Sie übernehmen morgen Pattersons Wachdienst. Er ist schon wieder krank, ist er komischerweise immer, wenn er Dienst im Frachtraum 3A hat. Antritt um 24.00. Wie sagt man das denn noch? William P. Ford. Kopie an, wahrscheinlich Quartermaster. Ja, und was auch immer. Bin mit diesen Abkürzungen nicht so konform. Sir, Jan Portici. Okay. Vielleicht abends Master Sergeant. In den Raum. Hey, es ist dunkel hier drin. Wir brauchen Licht. Oh. Danke. Zwei Lampen, okay. Wo zur Hölle sind wir denn hier? Die Dumpfbacken haben Angst. Denkst du, das Schiff ist die Mandschurei, Gold? Wir sind in der Nähe dieser Koordinaten. Sitzen wir nicht einfach rum. Wir brauchen einen Plan. Genau. Wir sind nicht unbedingt in der besten Position, um irgendetwas zu tun. Wenn ihre Aufmerksamkeit nachlässt, nutzen wir die Chance und verschwinden von hier. Achso. Ja, Mann, dem rostigen Kahn fehlt eine Tetanusspritze zum Ozeanboden. Wir haben schon versucht zu fliehen. Das ging nicht wirklich gut. Sie haben unsere Verteilerkappe. Ohne die kommen wir nirgendwo hin. Warum schließen wir ihn nicht kurz oder so? Nein, überbrücken geht nicht. Wir brauchen die Verteilerkappe. Während diese Typen nach Mandschurei-Gold suchen oder was sie auch meinen, auf diesem schwimmenden Sarg zu finden, sollten wir die Chance nutzen und nach einem Weg hier raussuchen. Fliss, ich wollte nur sagen, dass das vorhin war wohl ein Missverständnis. Wie bitte? Ich bin wohl also vielleicht etwas vorschnell zu dem Schluss gekommen, dass du irgendeine Art Abmachung mit diesen Typen hattest, aber ich meine, das stimmt ja eindeutig nicht. Die sind ja genauso fies zu dir wie zu uns, also... Ja. Ich übersetze das mal. Er sagt Entschuldigung. Nun, ich... Deine Entschuldigung ist akzeptiert. Cool. Cool. Was ist denn passiert? American Overseas, Bandenmord, Mord von 1947, Archäologen im Irak vermisst. 24 britische Archäologen sind im Zagros-Gebirge im Irak verschwunden. Wir dir sagten, das wird ein nettes Abenteuerchen. Stand da was im Kleingedruckten? Gibt das eine Rechnung mit Einzelposten für all die, Extras? Ja, Entführung 750 pro Kopf, Extrazahl 350 pro Stunde. Eure dämlichen Streitereien ertragen, darauf komme ich noch zurück. Immerhin berechnest du uns nicht den Schaden am Boot.
Jetzt schon. Die Hogshorns-Expedition traf letzten September in dem Königreich ein und war nach eigenen Angaben den Relikten. Ja, ich wollte das auch zu Ende vorlesen, weil mache ich ja immer. Es ist sehr dunkel. Also ich meine, es ist wirklich sehr dunkel. Na, viel gebracht hat es auch nicht, aber schon ein bisschen besser geworden. Was haben wir denn hier? Warum das wohl abgerissen wurde? Was ist los? Wir leben unser Leben, Conrad. Was davon noch übrig ist. Okay. Ein Typ beschwert sich über einen anderen, dass der krank spielt, damit er einen Laderaum nicht bewachen muss. Ich schätze, er war wohl ein Wiederholungstäter. Klingt so, als hätten es alle hier unten gehasst. Tja, und die Moral ist, Finger weg von Laderäumen, in denen es spukt. Ach ja? Vielleicht wollten sie bloß nicht da unten arbeiten. Ja, oder es gibt da Supergeister. Das ist... was? Geister, aber in 16 Bit. Genau, aber keine Ahnung, was du meinst. Supergeister. Klar, bleiben wir einfach ruhig und suchen einen Weg hier raus. Wenn ich nur wüsste, was diese Fischer wollen. Volltrottel wollen bestimmt bloß mit dem Mandschurei-Gold schnell Kohle machen. Das existiert vielleicht gar nicht. Was, wenn sie überhaupt nichts finden? Da sind wir am Arsch. Also, was tun wir? Wir wollten doch ein Abenteuer. Also, besser als das hier geht's doch nicht. Oh, echt jetzt? Du meinst, ich pack's nicht? Ist mir doch egal. Ich will nur diese Vorteilskappe für die Duke haben. Also werdet mal alle erwachsen und helft mir dabei. Dann kommen wir vielleicht endlich wieder an unser Bier oder was doch davon übrig ist. Und Schluss. Was meint ihr? Okay, also von hier aus kriegen wir nichts gebacken. Wir müssen uns umsehen und nach einem Ausweg suchen. Okay, klar. Bis später. Dann kommen wir wieder in unser Bier. Seulement les volets, et là on se retrouve coincé sur ce rafio de merde qui pue la mort, et on a des prisonniers. Ça va trop loin tout ça. Vos gueules, fermez-la tous les deux. Je suis votre capitaine, et je vous ordonne d'obéir à mes ordres. Glaubst du, war dieses Schiff? Fräulein Rivera, Apartment 2, Lockwood Drive, Crescent Springs, Cincinnati, Kentucky. Alex, ich hab echt Angst. Hallo, meine Süße. Ich vermisse dich so sehr. Noch 3 Monate bis zu meinem nächsten Urlaub und dann schließe ich dich in meine Arme. 3 Monate. Ich hatte mit den anderen Jungs Landgang. Wir haben ein paar Bier getrunken. Aber keine Sorge, ich bewahre mir alles für dich auf, wenn du verstehst, was ich meine. Wie ist die Arbeit? Ich hoffe, dein Chef lässt dich in Ruhe. Ich weiß, du kannst auf dich aufpassen, aber ich fühle mich hilflos, weil ich so weit weg bin und dich nicht beschützen kann.
echt unheimlich. Ich will echt nicht wissen, was diese Kerle mit uns anstellen werden. Hey, halt die Augen offen nach der nächsten Gelegenheit. Verstanden? Oh, was ist das denn? Ah. Interessant. Hey, guck, was ich gefunden habe. Er steht da mittlerweile alleine, sonst würde er sich unterhalten auf so einem Schiff. Ihm kann ich nicht helfen. Ah, mit dem Stuhl vielleicht. Komm und schau mal. Aber das ist die Zeitung. Was gefunden? Ich kriege ihn nicht auf. Hey. Hierher. Wenn wir ihn aufsprengen, Freiheit. Wow, wow, wow. Wir wissen nicht, wohin dieser Schacht führt. Wo wir auch landen. Es kann nur besser werden. Soll ich ein Loch in die Wand schlagen? Oh ja, klar. Starker Mann, zeig's uns. Wir brauchen eine Ablenkung. Das wird laut. Ja, okay. Conrad, du machst das. Sei still. Wir müssen jetzt weiter. Mal. Sie haben sich schön gemacht. Komm schon. Hier muss es irgendwo Treppen geben. An die gesamte Mannschaft. Regeln zum Extra-Wachdienst. Aufgrund der Spezialsicherheitsvorkehrungen für diese Mission müssen die Zusatzabläufe von Soldaten im Wachdienst befolgt werden. Doppelte Wachposten an allen Türen und auf Rundgängen. Keine Gespräche, keine Ablenkung, keine Zigaretten, kein Alkohol, keine Spiele. Wachen, die diese Regeln missachten, müssen mit strengster Bestrafung rechnen, bis zur und inklusive der Anklage vor dem Militärgericht auf Anordnung von Captain Ford. Leute, niemand betritt 3A, ganz ernsthaft, niemand. Okay, aber da mussten Leute Wache halten. Das haben wir ja schon mal rausgekriegt. Das ist ja interessant.
Und dann waren da noch geheimnisvolle Stinkesocken und Boxershorts. Habt ihr das gesehen? Ich will nur wissen, wo zur Hölle alle sind. Hier müssten Dutzende Leute an Bord sein. Hunderte. Wie konnten die alle verschwinden? Und ihr Zeug ist noch hier. Irgendwas stimmt hier nicht. Da stand doch gerade eine Frau. Wo ist der Sie sind hier, Pfeil? Hä? Ich sehe überall Dinge. Bitte nicht. Liebe Als, ich komme endlich nach Hause. Noch einmal über den Pazifik und ich bin wieder bei euch. Ich kann es kaum erwarten. Sagt Ned und NC, sie können sich schon mal auf die Geschenke freuen, die Daddy für euch alle hat. Ich bin froh, wieder auf See zu sein. An Land ist es hier heißer als in Oklahoma. Im Sommer. Aber deine Briefe haben mir geholfen, all das durchzustehen. Sie werden zensiert, aber das ist vermutlich gar nicht so schlecht, weil die anderen sie manchmal klauen und lesen. Und ich möchte nicht, dass sie unsere Briefe lesen. Ich weiß. Ich habe das Gefühl, dass ich den Brief weglege, etwas auf mich zuspringt. Huh, ich hätte so programmiert, Leute. Nein, 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 nein. Oh, Resident Evil Flashbacks. Hörst du das? Dieses schreckliche Geräusch, meinst du? Nein, habe ich nicht gehört. Na klar hast du. Hat sich etwas bewegt? Wenn sich was bewegt, klingt das. Klar. Ich schieb echt Panik. Schon okay. Ich beschütze dich. Was soll ich denn sagen? Ich habe eine Frau gesehen, die gar nicht da war. Juni. Habe im Frachtraum 1 einige Bereiche identifiziert, die strukturelle Schwächen und Risse aufweisen. Habe unseren Schiffsbauer angewiesen, die nötigen Reparaturarbeiten durchzuführen. Ich habe dem Kapitän geraten, bei der Heimreise Vorsicht walten zu lassen, insbesondere bei schlechtem Wetter. Zu große Belastung könnte leicht einen Kielbruch verursachen. 20. Juni. Es gab Beschwerden über Fehlfunktionen der elektronischen Ausrüstung. Bei der Überprüfung der Ausrüstung habe ich Zinn-Whisker Bildung an mehreren Komponenten festgestellt. Ich habe die Geräte gereinigt und die Lötverbindung mit Blei repariert. Dies hat die Kurzschlüsse behoben und sollte die Whisker-Bildung einschränken oder sowas. Technikerlog. Wir sind echt am Arsch. 21. Juni. Die wöchentliche Generalüberprüfung
von Treibstoff, Öl und Hydraulikflüssigkeit im Maschinenraum ergab einen niedrigeren Zylinderölstand als erwartet, habe die Maschinenraummannschaft zu erhöhter Wachsamkeit und stündlichen Checks aufgefordert, damit bei Druckverlust sofort ein Techniker informiert werden kann. 22. Juni. Das Schiff geriet kurz nach Mitternacht in ein schweres Gewitter. Durch Blitzschläge kam es zu Lichtbögen entlang der Hebeseile auf dem Oberdeck, die schwere Schäden verursacht haben. Derzeit betreffen die meisten Sturmschäden die elektronische Ausstattung. Wahrscheinlich wurden diese durch die vorherige Whiskerbildung noch verschärft. Trotz rauer See gibt es keine Berichte über strukturelle Schäden am Schiffsrumpf, aber ich werde eine Nachtschicht einlegen, um eine vollständige Schadensbeurteilung durchzuführen. Mich gar nicht weiter. Oh, das ist gut. Vielleicht sind alle in einem Frachtraum wegen der Überraschungsparty. Was ist das? Ein Rattentotenkopf? Schädel? Rattenschädel? Das wollte ich sagen. Ich bin ein bisschen gestresst gerade, Leute. Mehr Bücher. Donnerstag, der 12. Der Captain hat den Alkohol für die ganze verdammte Reise verboten. Es gibt kaum etwas, was einen so sehr die Stille auf diesem Schiff hören lässt wie kein Alkohol. Die beiden Blödmänner Wilson und Anderson haben sich direkt nach dem Ablegen in die Wolle gekriegt, aber der alte Ferris hat das Ganze schnell beendet und seitdem ist es hier so ruhig wie in einem Gotteshaus. Ich habe mit einem Kerl gequatscht, der beim Einladen der Fracht geholfen hat. Und der hat mir erzählt, dass das, was er eingeladen hat, sehr gewarnt. Vielleicht nichts Ungewöhnliches, aber er meinte, da war so ein Kerl und der hätte ganz genau aufgepasst, wie die Särge in einem der Frachträume gebracht wurden. Extrem genau. So eine Behandlung bekommt nicht jedes normale Frontschwein. Also habe ich überlegt, wer wohl in den Kisten steckt. Freitag, der 13. Peris behauptet, einer der Jungs hätte aus geklautem Proviant irgendeinen Fusel zusammengebraut. Wir treffen uns nachher im Frachtraum, um ihn zu probieren. Der Alkohol war ein Reinfall. Peris meinte, nach 4 Tassen hätte er sich beschwipst gefühlt, aber ich finde, er hat nur Blödsinn verzapft. Das war alles, aber kein Sprit. Samstag, der 14. Hab gehört, einer der Jungs hat sich da reingeschlichen, wo die Kisten stehen. Wird man mit ihm reden und rausfinden, was er gesehen hat. Vielleicht sagt er mir sogar, wie ich reinkomme. Der Plan steht. Er meint, er kann mich reinschmuggeln. Wir sehen sie uns heute Nacht an. Sonntag, der 15. Alles abgesagt. Der Typ, mit dem ich rein wollte, ist krankgeschrieben. Doc Finlay denkt, der ist ein Drückeberger, könnte sein, wobei Miller was anderes behauptet. Der meint, in dem Frachtraum stimmt was nicht. Miller ist ein ziemlicher Angsthase, mit dem möchte ich nie in der Klemme stecken. Dienstag, der 17. Peres sagt, die Jungs haben mehr Fusel gebraut, hab keine große Lust, ihn zu probieren, aber gibt ja sonst nichts Besseres zu tun. Überraschung, der zweite Versuch war schlechter als der erste. Ich höre nie wieder auf Peres. Samstag, der 21. Letzte Nacht hatte ich mit Wolowitz zusammen Dienst und er hat mich ganz verrückt gemacht. Wolowitz hatte Schiss und hat angefangen zu schwafeln über irgendeinen Sergeant namens Jones, der im Dschungel vermisst würde. Er meinte, dass Jones und sein Team in den Kisten stecken würden, auf dem Weg nach Hause, so wie wir anderen Versager auch. Ich hab's mir angeguckt und, mein Gott, ich schwör's, der Keller damals im Hafen hatte recht. Da standen die Särge absolut ordentlich, jeder mit einer Flagge drüber. Wenn das da drin Jones ist, dann haben sie ihm echt alle Ehren erwiesen. Der gute alte Onkel Sam lässt uns nicht da draußen allein. Er bringt uns heim. Ah, das war Alex, der da von dem Kapitän erstmal malträtiert wurde.
Wo muss ich eigentlich hin? Wo komme ich eigentlich her? Ja, von hier kommen wir, aber wo geht's denn hier weiter? Da hinten? Ist das? Ein Köder. Seht mal, da ist die Verteilerkappe von der Duke. Ganz sicher? Ja, bin ich. Orson! Sollte er sie da hinlegen? Ich werde sie mir holen. Wir müssen aufpassen. Vielleicht eine Falle. Wir müssen die Chance nutzen. Okay. Schön aufpassen. Solange sie klettert, gucke ich mal eben. Tollkühn, besorgt, begeistert und gewieft. Dann habe ich neue Geheimnisse gefunden. Sehr schön. Finde ich übrigens sehr interessant mit dem Schiff. Hat ein bisschen noch Side Story. Jo, Brad, komm schon, wir müssen das durchdenken. Oh mein Gott, jetzt warte mal. Ich finde das ziemlich sinnlos, was sie da gerade machen. Heiliger Mist. Arrête de crier, j'essaie d'entendre ce qui se passe. Je crie pas. Ta gueule. Je veux savoir où sont les autres. Okay, ich seh dich. Komm schon, komm raus. Ich hab voll nicht geklappt. Wir folgen ihm, nicht aus den Augen lassen. Ein Glück.